Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass Sie bei der heutigen Ausgabe von Ländle TV der Tag mit dabei sind. Heute gibt es folgende Themen. Wir waren bei der Pressekonferenz zum großen Eishockey-Derby in der International League mit dabei. Dann gibt es Stimmen aus Feldkirch zum großen Bau des Stadttunnels. Und mit dabei natürlich die aktuellen News, Wetter und Sportinformationen. Am kommenden Samstag, da schlägt das Eishockeyherz höher. In der International League steht das große Ländle-Derby zwischen der VÖ Feldkirch und dem EHC Bregenzer Wald auf dem Plan. Am heutigen Dienstag haben beide Vereine sich bei einer Pressekonferenz zum großen Derby geäußert. Eishockey der Extraklasse wird am kommenden Samstag in Feldkirch geboten. Die VÖ Feldkirch empfängt in der International League den Tabellenführer EHC Bregenzer Wald. Bei einer Pressekonferenz bei Mandu in Dornbirn stellten sich die Vertreter beider Vereine den Fragen zum großen Ländle-Derby. Spannung ist vor dem Kracher garantiert. Die Wälder sind zwar in der Tabelle vorne, die VÖ auf Rang 3 hat aber nur 2 Punkte Rückstand. Für die Feldkircher gilt es, die Revanche für die letzten 2 Niederlagen zu schaffen. Klar ist Bregenzer Wald, das ist eine gute Mannschaft. Mit der Kooperation der Spieler von Dornbirn eine starke Mannschaft, spielen meistens mit 4 Linien. Das sind wir jetzt auch in der Lage zum Spielen. Und darum sind es, glaube ich, auch immer so intensive Spiele, denn wirklich viel Tempo drin. Und Kleinigkeiten werden entscheiden. Wie gesagt, Tormänner ganz wichtig. Und am Schluss, wie gesagt, es ist immer 1-2 Tore Unterschied. Ich glaube, fest für die Fans. Der Weg bei den Feldkirchern stimmt also, aber der Respekt vor dem Gegner ist groß. Es ist wirklich bewundernswert, was im Bregenzer Wald sich die letzten Jahre getan hat. Und ich war auch einer der ersten Gratulanten, wo die Bregenzer Wälder Meister geworden sind, weil ich weiß natürlich, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Eishockey dabei, ich kenne die Geschichte auch des Bregenzer Waldes und es ist ganz toll, was die geschafft haben und die spielen wirklich ein ganz tolles Eishockey, die haben wirklich super gute Spieler und von daher ist klar, die Fans werden sich freuen am Samstag, egal wie das Spiel ausgeht, es wird ein tolles Spiel werden. Für die VÖ Feldkirch geht es am Sonntag dann bereits weiter. Beim Winter Classic Charity Spiel geht es gegen den HC Rankweil aufs Eis. Das Ganze für den guten Zweck. Da stehen 2 Sachen im Vordergrund. Das eine ist, dass wir das Ganze einem guten Zweck widmen, jetzt für Kinder. Und das zweite ist, dass die Zuschauer natürlich Spaß haben, wenn also diese Extrakracher aus der tschechischen Liga kommen und die Spieler der VÖ aufeinandertreffen. Da wird es sicherlich einige sehr interessante Szenen geben. Und die Zuschauer werden Freude haben. Für alle Eishockey-Fans im Lande also ein tolles Programm am kommenden Wochenende. Und eines ist klar, spannende und unterhaltsame Spiele sind garantiert. So viel also zum Eishockey und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. 10 Jahre Haft nach Banküberfall. Am Landesgericht Feldkirch ist am Mittwoch ein 35-jähriger Grieche wegen schweren Raubs und Einbruchsdiebstahls zu 10 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der 35-jährige überfiel Ende Februar in Feldkirch-Altenstadt eine Filiale der Raiffeisenbank und erbeutete 4.200 Euro. Einen Monat später brach derselbe Mann in ein Café der Feldkircher Innenstadt ein und erbeutete erneut über 4.000 Euro. Heute nahm der mehrfach Vorbestrafte auf der Anklagebank Platz. 10 Jahre Haft wurden es dieses Mal. Außerdem wurde er in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter eingewiesen. Der Grund? Der Mann saß in Deutschland über 9 Jahre in Haft und schafft es offensichtlich nicht, auf den rechten Weg zu kommen. Vor Gericht zeigte er sich geständig. Bei einem Strafrahmen von 5 bis 20 Jahren liegen 10 Jahre im Mittelfeld. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und Frauen fit für die Politik? Weitere 20 Frauen aus Liechtenstein und Vorarlberg haben den grenzüberschreitenden Politiklehrgang für Frauen absolviert, um sich das Rüstzeug für ein künftiges Engagement in der Politik zu erwerben. Durch diesen Lehrgang gelingt es, mehr Frauen für ein politisches Engagement zu gewinnen und jene zu unterstützen, die bereits politisch engagiert sind, sagte Landesrätin Katharina Wiesflecker anlässlich der Zertifikatsverleihung in Feldkirch. Der Bau des Feldkircher Stadttunnels, der erhitzt nicht erst seit gestern die Gemüter. Schon lange dauern die Diskussionen rund um das Großprojekt an. Unsere Kollegen von Voller T, die haben sich in Feldkirch unter der Bevölkerung umgehört, was sie denn von diesem Projekt halten. Was ist denn Ihre Meinung zum Stadttunnel für Feldkirch?
Ich bin der Meinung, dass es Experten entscheiden sollen. Also ich kenne die Zahlen nicht, ich kenne natürlich Verkehrsaufkommen nicht. Natürlich fällt mir auf, dass die Bärenkreuzung massiv im Verkehr natürlich überlastet ist. Ob die Lösung ein Tunnel ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Fakt ist eins, jede Straße, die gebaut wird, zieht eigentlich Verkehr an und ist nicht so, dass sie weniger Verkehr macht. Aber wenn ich wieder die Summen und die Budgets anschaue von Stadttunnel, kann man ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass man den plant, ohne dass man Zahlen hat, wo klar und deutliche Entlastung herauskommt. Also bei diesen Kosten muss was rauskommen, sonst würden sie es nicht machen. Also ja, ich bin für einen Stadttunnel. Ja, ich finde, das Städtenland ist schon ein bisschen entlastet. Es ist immer ein bisschen Krampf, da innen zum Fahren in der Stadt. Ich glaube, dass denn, wenn der Stadttunnel gebaut wird mit dem Kreisverkehr in der Mitte, dass halt der Verkehr schon entlastet wird, aber halt, dass auch viel Unfall passieren würden. Also halt, weil das ja ein bisschen unübersichtlich ist, was man so auf der Plan gesehen hat. Ja, also ich finde jetzt, wir haben mit Freunden darüber geredet und ich finde es jetzt eigentlich eher unnütz, weil ich finde, so wie es jetzt geht, das geht eigentlich ganz gut. Ich meine, ja, es ist am Morgen halt Stau dort, aber wer nicht mit dem Stau fahren will, der kann mit dem Bus fahren. Und von dem her passt das eigentlich voll gut. Soweit also zum Feldkircher Stadttunnel und den Stimmen aus Feldkirch. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Welt des Sports. Snowboarder Lukas Mattis brennt auf das Heimrennen im Montafon. Am Donnerstag und am Freitag werden am Schrunser Hochjoch Parallelslaloms ausgetragen. Auf dem Programm steht am Donnerstag ab 9 Uhr der Einzelbewerb. Am Freitag wird ab 10.50 Uhr der Mixed-Teambewerb gefahren. Und harte Strafe für Thomas Auer. Der ERC Lustenau-Crack wurde aufgrund einer Rauferei beim Derby gegen den ERC Bregenzer Wald für 7 Spiele gesperrt, 5 davon unbedingt. Die Verantwortlichen des ERC werden gegen diese Sperre Einspruch einlegen. Vielen Dank, Marc Gechter. Und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das gibt es jetzt bei uns. Bürgermeister der 17 Bodensee-Regiongemeinden wollen keine neuen Verkaufsflächen auf der grünen Wiese und mahnen Grundsätze der Vision Rheintal ein. Vorarlberger Volkspartei und Grüne loben 1,7 Milliarden Euro Budget des Landes als solide und beschließen den Haushalt. Freiheitliche Sozialdemokraten und Neos lehnen das Budget ab. Sie vermissen als Opposition die Reformkraft. Und seit dem Weihnachtsmarkt herrscht in Bregenz das Parkchaos. Die Stadtpolizei macht Jagd auf Falschparker und verfügt überdurchschnittlich viele Anzeigen. Die Schlagzeilen von morgen aus den VN also schon heute bei uns bei Lände TV der Tag. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bei uns gibt's jetzt noch einen Blick auf das Wetter und ich darf mich verabschieden. Tschüss. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. Ja, herzlich willkommen, liebe Seher von Ländle TV. Mein Name ist Burkhard Dünser, bin vom Messepark und es freut mich, hier Gast sein zu dürfen. Die Weihnachtszeit ist für uns und für unsere Angestellten im Messepark traditionsgemäß eine sehr arbeitsintensive Zeit und da gibt es sehr viel zu tun. Es ist doch die Hochsaison im Einzelhandel, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr auf Weihnachten, auf das Fest Geburt Christi und ich darf an dieser Stelle Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und auch ein schönes, gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und habe auch noch ein Geschenk mitgebracht. Das ist ein Messepark-Gutschein im Wert von 100 Euro und ich freue mich, wenn Sie den bei uns dann einlösen kommen. Alles Gute. Der Ländle TV Adventskalender. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Betreff Shopping an studio@ländletv.com oder senden Sie uns eine SMS an 0650 25 08 056. Das Ländle TV Team wünscht viel Glück und eine schöne Adventszeit. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Der Wind weht mit 11 km/h aus Südosten. Über Vorarlberg liegen morgen dichte Wolken, aus denen es zunächst nur leicht regnet. Ab Mittag wird der Regen häufiger und stärker. Zudem fließt milde Luft ein. Die Schneefallgrenze steigt rasch gegen 2000 Meter. Im Vorderwald, eventuell auch am Bodensee, frischt ein starker Westwind auf. Am Freitag wird es einigermaßen freundlich. Es queren aber hohe, teils sehr kompakte Wolken den Himmel, aus denen es leicht regnen kann.
Am Samstag ist es meist stark bewölkt mit nicht allzu vielen Auflockerungen und es gibt Regen- und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich gegen 800 Meter. Und am Sonntag ist es dann wolkig bei Temperaturen von 1 bis 4 Grad.